Ja, schönen guten Morgen. Es ist 6 Uhr. Habe eine Viertelstunde gebraucht bis hierhin. Ich stehe am Eingang der Kallikratis-Schlucht. Der Eingang ist oben im Norden und die Schlucht verläuft Richtung Süden. Und wenn man aus der Schlucht rauskommt und weitergeht, kommt man zu Fragostello, unten am Löbischen Meer. Und hier will ich jetzt einsteigen. Ja, fragt mich nicht, wie ich am Morgen hier im Dunkeln hingefunden habe. Das war gar nicht so einfach. Es liegt sehr hoch. Ich weiß gar nicht, ich glaube 1000 Meter oder noch höher. Und ich laufe jetzt runter. Ja, ich bin wie immer oder wie so oft alleine. Es weht ein raues Lüftchen. Wir haben 16 Grad. Ich bin am Morgen bei uns mit 24 Grad weggefahren. Aber da es hier doch etwas hoch liegt, sind die Temperaturen schon verständlich. Ja, damit man den richtigen Weg geht, soll man sich an die gelben Markierungen halten, die ihr hier seht. Bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Es ist sehr windig hier unten, mein lieber Mann. Ja, mein schönes Nadelöhr. Hier muss man wieder suchen, ob man einen gelben Punkt oder Markierung findet. Da ist er, seht ihr ihn? Da muss ich lang. Ja, die Sonne ist auch mittlerweile rausgekommen, wie ihr da oben seht. Da geht's. Ja, diese Schlucht, die liegt auf dem E4 Wanderweg. Das sieht man auch sehr gut daran, dass hier richtige Wege gemacht worden sind. Also bis jetzt ist es wirklich einfach zu laufen hier. Man braucht nicht über das Geröll, wie ihr hier seht, zu laufen. So wie sie in meiner letzten Schlucht war. Es sieht also relativ einfach aus bis jetzt. Aber wie gesagt, bis jetzt. Sieht jetzt schon ein bisschen spektakulär aus. Bin gespannt, wie es da gleich da hinten weitergeht. Da geht es also ziemlich steil runter, wie ihr seht. Ja, aber der Weg, der setzt sich fort. Nicht schlecht gemacht. Ja, hier kann man wirklich sagen, wandern, nicht klettern. Aber auch nur, wenn ich in diese Richtung gehe. Jetzt habe ich leichtes Geröll. Aber es ist immer noch entspanntes Laufen. Man muss nicht großartig aufpassen, wo man hintritt. Aber auch hier geht nichts ohne festes Schuhwerk. Wie eigentlich in allen Schluchten. Kleiner Rundblick. Von da bin ich gekommen.
geht schon ein paar Meter nach unten. Ja, also nicht schwindelfrei ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. In weiter Ferne hinten das Meer. Ich versuche es mal ranzuzoomen. Ja, über mir ragen die Felsen steil nach oben. Ist eine herrliche Ruhe. Und es ist schön schattig. Ja, hier nochmal ein schöner Blick. Das Lübische Meer. Das Schöne hier ist, man kann schon vorher sehen, wie man laufen muss, wie der Weg geht. Das ist sehr schön. Ja, die Sonne kämpft sich so langsam über die Hügel drüber. Es ist schon wieder sehr windig. Einen schönen Blick auf Frano Castello. Das ist so wackelig, liegt daran, dass es so windig ist. Ende der Schlucht ist in Sicht. Vielleicht noch ein Kilometer, anderthalb. Dann bin ich raus. Ja, hier scheint noch was heranzuwachsen. Was auch immer da rauskommt, weiß ich nicht. Sieht man hin und wieder. Im letzten Teil geht es ziemlich steil runter, geht auch etwas auf die Knie. Hier wieder schön zu sehen, da drüben ist der Weg, wo es gleich weitergeht. Er sieht nicht alle Tage welche, darum guckt er so dumm. Der Schluchtausgang nähert sich bald am Hintermeer. Hier haben wir wieder so ein Exemplar. Würde mich gerne interessieren, wie es aussieht, wenn das wächst, was daraus wird. Also
jetzt mal laufen, damit die auch mal laufen können. Schon bemerkenswert. Aber die eine oder andere Ziege ist hier auch schon abgestürzt. Davon könnt ihr ausgehen. Blick aufs Meer. Dort geht es in der ersten Taverne. So, jetzt muss ich irgendwie zurück. Natürlich nicht auf diesem Wege, wie ich gekommen bin. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal die Serpentinen. Da geht es da lang. Bis zum Auto, wo ich geparkt habe. Das sind ja nur 7 Kilometer. Schauen wir mal, wie es wird. Für die eigentliche Schlucht habe ich 1:30 gebraucht, das ist wenig, aber man konnte auch sehr gut laufen. Und die Stufe sieht man als leichte Wanderung ein. Okay, man sieht sich. Ein fantastischer Ausblick von hier oben. Aber was heißt hier oben? Ich bin gerade mal angefangen. Also die Straße geht kein Stück hoch, mein lieber Mann. Da kommt noch einiges auf mich zu. Alter Schwede, da hoch. Nicht von schlechten Eltern. Ich habe vielleicht mal einen Kittel bis jetzt. Da geht's weiter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da hochgekommen bin. Das sind schon ein paar Meter. Es geht immer weiter. Meine schöne Totale. Ja, 1 Stunde Straßenwanderung habe ich jetzt hinter mir. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Auf jeden Fall muss ich da drüber. Wenn ich da oben bin, dann kann ich es geschafft haben. Aber das sieht zu kurz aus. Und das ist noch so weit mit den Serpentinen. Straßen quer gehen, aber vergesst es, das ist so steil, keine Chance. Man muss die Straße hoch.
Ja, ich bin wieder in meinem Auto angelangt. Das war schon deftig. Ich habe jetzt 3 Stunden 47 gebraucht. Insgesamt. Und das letzte Stück über Asphalt war also wesentlich schwieriger als die eigene Schlucht. Ja, meine Freunde. Also man sieht sich beim nächsten Mal.